So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Heute wartet ja nahezu jeder Anleger auf die EZB-Sitzung und das Sitzungsergebnis am Nachmittag. Deshalb ist im DAX momentan nicht so viel los. Der hält sich über der 9680er Marke. Also die wurde hier des Öfteren eben angetestet. Die war eben schon frühzeitig eingezeichnet, eben mit diesem Kaufsignal damals, und hat eben auch jetzt hier immer noch, zeigt hier Relevanz. Eine andere relevante Marke ist für mich die 9608er Marke, wo eben hier der DAX am Anfang der Woche die knapp oder eben fast touchiert hat. Was kann man jetzt hier noch sagen? Ja, der Markt weiß im Moment nicht genau, wo er hin will, weil es eben auch sehr abhängig ist, was Draghi dann heute Nachmittag dann verkündet. Allerdings im Dow Jones finde ich ein bisschen das Bild klarer, auch wenn eben gestern, wie erwähnt, auch noch ein absolutes, ja, ein Short Squeeze nach oben stattfinden könnte. Wäre für mich hier die Short-Marke bei 16.890. Das heißt aber jetzt auch nicht gleich um 13.45 Uhr bzw. 14.30 Uhr, wo dann die Pressekonferenz, wo dann die Nachrichten nach und nach reintickern, dass hier ein kurzzeitig unterschritten wird, dass hier ein komplettes Verkaufssignal dann stattfindet, sondern gut, wir sind hier jetzt hier im 4-Stunden-Chart unterwegs. Im Stunden-Chart, ja, würde die Marke jetzt hier auch nicht, noch nicht erreicht. Also ein Stunden-Close unter dieser Marke würde ich auf jeden Fall abwarten. Und ja, im Prinzip halt nicht sofort reinspringen. Aber sonst wäre es für mich schon das Signal relevant, sollte es hier darunter gehen, sollte es eben eine größere Abwärtsbewegung geben. Im DAX wäre dann hier auf die 9.350 ein Rücklauf möglich. Eventuell könnte er auch eben bei 9.430 stoppen. Schauen wir dazu eben mal noch die DAX-Aktien an, die großen Player. Eine Bayer scheitert auch gestern wieder an der 100-Euro-Marke. Da liegt im Wochenchart eben der EMA 200. Daimler-Aktie trete jetzt hier eher im Nirgendwo. Im Tageschart wäre jetzt hier eine Unterkante eben benannt worden von der Wolke. Die Airbus-Aktie lief ja super und steht hier über allen Widerständen. Eine Allianz kämpft im Wochenchart mit der Unterkante der Wolke und mit der Rainbow-Unterkante. Auch hier sieht es noch nicht nach einem Befreiungsschlag aus. Da ist eine relevante Marke eben bei 147. Siemens-Aktie steht auch unterhalb der Rainbow-Unterkante und lief auch jetzt hier eher seitwärts, kein wirklicher Trend, jedenfalls im Wochenchart auszumachen. Bei der SAP, die ist hier ja ganz klar im Aufwärtstrend. Da wurde auch nicht jetzt in den letzten Wochen und Monaten der EMA 200 angelaufen, sondern steht hier aktuell über dem EMA 38 im Wochenchart. Des Weiteren gibt es noch eine BASF, Mess von Schwergewicht im DAX. Hier habe ich jetzt den 4-Stunden-Chart, schauen wir den Wochenchart erstmal an. Kann sich langsam nach oben bewegen und im Tageschart ist in der Wolke eingedrungen, aber immer noch auch unter dem Rainbow-Indikator. Also viele Werte sind im Prinzip, haben noch keinen Befreiungsschlag hingelegt
und könnten jederzeit nach unten drehen. Noch eine BMW, da wurde ja ein Kursziel und auch hier getradet bei 81 angegeben. Verkauft bei 80,50 etwa. Hochgelaufen ist er dann noch fast 2 Euro mehr. Und scheiterte aber wie gedacht eben an dem EMA 200 im Wochenchart. Hier ist es eben jetzt auch ein negativer Abpraller in den unteren Ebenen. Naja, es ist, könnte man hier nur eine A, B, C Korrektur und jetzt eben dürfte vielleicht hier sogar noch, wenn es noch ein Tief eben folgen. Bei der Morphosis-Aktie, die wurde hier bei, was war es, 36,80 gekauft, eben auf ein weiteres Tief hier spekuliert. Das kam, verkauft bei etwa 42,50 rum. Eben auch erwähnt, ja, ab hier wird es vielleicht kritisch oder hier geht man, könnte man rausgehen. Das andere Kursziel liegt eben an der 50-Euro-Marke. Hier versucht jetzt die Aktie eben das Gap zu schließen. Kann man jetzt hier eventuell bei 38,20, 38,50, ja, vielleicht nochmal einen Long Trade wagen. Ich schaue mir das nachher nochmal in 4 Minuten, 4 Stunden Chart an und sollte sich eben jetzt hier kurz vor dem Gap Close jetzt eine Trendwende nochmal anbahnen, dann hätte er sicherlich richtig Schwung gesammelt für wirklich einen Anstieg auf die 50-Euro-Marke. Deswegen, womöglich wird eben kein Gap Close stattfinden, sondern eben jetzt mit dieser Kerze, die Korrektur ist hier womöglich beendet worden und dann könnte man auch Market reingehen. Wie gesagt, ich schaue ich mir das nachher an und gebe dann im Stream nochmal dann Bescheid zu den Forex-Sachen. Australische US-Dollar läuft weiterhin gut. Ich bleibe hier weiter drin. Im Silber würde man bei 15,30 ausgeführt, nachdem eben hier einen gleichen Anstieg kam, wollte ich doch dabei sein. Kam jetzt heute Morgen Rücklauf bis 15,22. Ja, aktuell steht man jetzt hier leicht im Gewinn, aber hier muss man eben auch abwarten, wie sich der Silberpreis auf das EZB-Sitzungsergebnis dann auswirkt. Also für mich weiterhin sehr schön, schöne Aufwärtsbewegung seit, ja, seit 14,20, als hier der Bruch stattfand, glaube ich, immer wieder long getradet. Einmal einen Dollar mitgenommen, war eben bei 15, ganz nach oben nicht. Hier unten dann wieder eingestiegen, nochmal 800 Pips mitgenommen und jetzt eben folgte hier der dritte Einstieg. Mal schauen, ob der genauso erfolgreich verläuft. Evotec noch, was ich gestern vorgestellt habe, konnte heute mit einem leichten Gap eröffnen, wurde aber sofort geschlossen. Mir hätte es jetzt hier besser gefallen, er wäre direkt weiter nach unten durchgerutscht. Mal schauen, wenn er jetzt hier direkt einen Tagesclose über diese Marke hinlegt, eher mit der halben Positionsgröße nur. Und ja, kann sich ja dann auch eventuell als Fake herausstellen, solange eben auch nicht der EMA 50, der hier wirklich immer Relevanz hatte, lange Zeit. Und Close darunter, wie man hier sieht. Zack, zack, immer kurz nur runter gedippt, der Close fand immer oberhalb der Linie statt. Hier ein nach unten einmal und dann ab, wo es hier signifikant war. Ach stimmt, hier, den habe ich übersehen. Da war es aber noch hier die Unterstützungslinie und dann ging es hier abwärts und hat noch nicht den EMA 50 eben touchiert. Ihr könnt es eben auch glauben mit einem kleinen Abpraller nochmal nach unten und dann nach oben laufen. Aber hier
alleine von den Mustern wird es eben geben, über dem Hoch wäre für mich ein Kaufsignal Richtung 360. Das war's. Danke fürs Zuhören und bis später.